Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde auf der durchgeknallten Insel von Nex in Legend of Grimrock 2. Ja, wir sind ziemlich spät im Endgame mittlerweile, wie man sehen kann. Wir haben verdammt viel erkundet. Also ich muss ehrlich sagen, Legend of Grimrock 2 ist riesengroß. Obwohl man kann sagen, wenn ich es mal so rund nehme, die Legend of Grimrock 1 hatte 13 Ebenen. Und man könnte sagen, eine so eine Ebene war so groß wie so ein Cluster hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, hätten wir hier schon mal 10 Ebenen. Und hier sind es noch mehr. Und hier sind es noch ein paar. Ja, also Grimrock 2 ist definitiv größer, zumal es fehlt ja noch hier das Schloss. Ja, ist auf jeden Fall zum einen größer. Jetzt mal, ich mach mal kurz ein kleines bisschen Zusammenfassung. Als auch weitläufiger, viel mehr Abwechslung und alles. Mit den ganzen vielen Gebieten, was ich sehr klasse finde. So, wir haben aber allerdings noch was vor. Also bevor wir hier reingehen. Erst einmal den Hamlet säubern. Obwohl, ne, erst mache ich was anderes. Ich habe nämlich mal kurz offscreen 10 Minuten mehr die Map nochmal angeschaut und dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Die, ich während des Spielens verpennt habe. Also erst einmal gibt es hier ja noch eine Truhe hier hinten. Die würde ich gerne noch erreichen. Ich habe so das Gefühl, hier in diesem blöden Schmerzensschrein ist was ein Scheiter versteckt. Das zweite, was mir aufgefallen ist, hier in den Kristallminen, ein Stockwerk tiefer. Hier war ja diese Sequenz, wo hier immer das Ding geschossen hat und die Falltüren dann auf und zu gegangen sind. Hier ist mir aufgefallen, dass erstmal hier noch ein Gang zu sein scheint und dass wir hier die Falltüren gar nicht runter sind. Hier müssten wir irgendwo hier rauskommen. Da will ich auch nochmal nachgucken gehen. Oh, übrigens ist hier auch noch was eingezeichnet. Okay, hier müssen wir uns gut umschauen, was es hier noch so alles gibt. Und was mir doch aufgefallen ist, was einem gar nicht mal so leicht ins Auge sticht, bitte zur Insel. Hier oben, hier ist ja das Untergrund, die Untergrundschatzkammer, der geflutete Dungeon, wo alles useless Zeug ist. Hier ist mir auch noch so eine Wand aufgefallen, wo man dahinter was sehen kann. Und diese Sachen möchte ich gerne jetzt noch abklappern, bevor wir was anderes machen, also bevor wir ins Schloss gehen. Also erstmal natürlich hier durch. Wow, das war knapp. Dazu müssen wir hier, glaube ich, irgendwo einen Schalter umlegen. Au. Und uns nicht abstechen lassen. Boah, raus hier. Kurz rasten. Dann ist da hinten schon mal offen. Das heißt, wir können theoretisch von der anderen Seite aus ran. Tarion ist wieder hungrig. Tarion ist immer so schnell hungrig. Wahrscheinlich wirklich wegen den Pflanzen. Au. Ah ja. Gut, da war ein Schalter. Was ist hier drin? Bärenklauen und eine Shield Potion. Ja, Shield Potion brauchen wir nicht so unbedingt. Bärenklauen brauchen wir eigentlich auch nicht. Nehmen wir trotzdem mal mit. Wenigstens haben wir das Secret abgehackt. So, jetzt heißt es nur wieder hier rauskommen. Wow. Ohne nochmal aufgepiekst zu werden. Okay, damit ist das schon mal abgehakt. Nächster Schritt ist, ich will in den Flooded Dungeon gucken. Dann können wir gleich hier rüber gucken. Hoffentlich ist da nicht auch wieder was Garstiges respawned. Bis jetzt sehe ich allerdings nichts, was respawned sein könnte. Hier rum können wir abkürzen. Vielleicht finden wir unterwegs noch einen Fisch oder so. Es liegen ja zum Glück noch auf dem Hamlet ziemlich viele Steaks rum.
die wir noch einsacken können. Da hinten ist ein blauer Kristall, da können wir speichern, sobald wir das hier gemacht haben. Dumm, die dumm, die dumm. Und ja, was ich auch noch sagen wollte, wir haben nur 3 Power Gems. Das heißt, uns fehlt der 4. für das letzte Element. Das Optionale sozusagen. Wow. Und es ist dunkel hier drin. Machen wir zwar Licht. So, ich will mal kurz gucken zwischendurch in die Statistiken. Power Gems fehlt uns noch einer und Essenzen auch einer. Treasures fehlt uns auch nur noch einer. Was auf. Ah ja, das sind die Schatzkisten. Also eine Schatzkiste fehlt uns noch. Epic Items fehlen uns noch 2. Levels Visited fehlen uns noch 7. Okay. Noch irgendwelche Statistiken, die wir noch nicht haben. Also uns fehlt eine Treasure Chest und 13 Secrets insgesamt. Gut. Gucken wir erstmal hier unten ran. Und zwar hier drüben. Ob hier irgendwas ist. Ein Knopf. Okay. Ho, ho, ho. Das sieht doch gut aus. Das sieht nach der Kristallrüstung aus. Yay. Das war echt gemein versteckt. Ah, schnell raus hier. Schlaf ruhig mal eine Runde. So, es ist wieder Nacht. Ist egal, wir haben die Kristallrüstung. Wow. Guckt mal, wie stark das die Lebenspunkte ansteigen dadurch die Rüstung. Ich würde wirklich gerne wissen, was die Set-Teile so bringen, wenn man sie alle hat. So, dann können wir mal kurz zu. Diesem Kristall gehen. Hier die Rüstung ablegen. Liegt hier sonst noch irgendwas Vernünftiges? Miracle, was das ist, mittelschwere Rüstung. Da müsste hier noch mehr davon liegen. Okay. Kurz mal speichern. Wir haben schon wieder überfüllt. Ja. Kurz mal speichern. Das Überspeichern. LP 127. Gut, was mir das aufgefallen ist. Dadurch haben wir jetzt schon mal das 2. von 3 Sets gemacht. Wie gesagt, ich habe immer noch keine Ahnung, wo die Set-Teile von den anderen beiden eher kleineren Sets sind. Also das Schurken-Set, da fehlt uns noch die Brustrüstung. Und hier fehlen uns noch die Schuhe. Vielleicht haben wir ja Glück und finden in den Kristallminen hinter den Secrets, die ich da noch entdeckt habe. Hier geht's hoch. So. Vielleicht finden wir dahinter ja noch etwas. Dafür müssen wir aber erst einmal zurück zum Hub. Denn jetzt will ich den Hamlet wieder betreten und da den Rattenboss töten und alles und so weiter. Und ja, der Trickster ist da auch ja noch irgendwo. Das könnte dann also lustig werden. Der Hub, genau. Komischerweise, den Hub folgt uns nie was. Nebenbei, die Bärengloves können auch wieder hier bleiben. Du hast nichts, was sinnlos ist. Gut. Hast du vielleicht noch was? Ne, du hast nur deine Rezepte. Und du hast die Armbrust, von der ich nicht weiß, ob wir sie vielleicht noch brauchen. Auf jeden Fall sehe ich Waage. Und den Trickser.
Au, und ein Oger. Wow, der Trickser bewirft uns mit Feuer. Wow. Da ist unser Ratten-Oger-Boss. So. Dich würde ich gern loswerden. Wow, aber erst einmal kurzer Rückzug. Kurz rasten. Gib ihr was zu essen. Da liegt zum Glück genug Steak jetzt rum. Au. Au, 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 au. Den Trickser loswerden, das wäre meine größte Sorge. Und zwar ohne, dass der... Wow. Ohne, dass der Rat, der Oger... na, dass der Rattenoger, was auch immer. Hilfe. Na. Das ist nicht gut. Das war jetzt richtig kacke. Ein Oger ist respawned, Waage sind respawned. Ich habe den Rattenoger noch da rumstreunen. Oh Gott. Also ja, ich nenne den Rattenboss Rattenoger. Weil das passt voll gut zu dem. Ein Rattenoger, der eine Serious Sam-Kanone mit sich rumträgt. Was für ein Krampf. So, hier rum wieder mal. Und hier hoch. Ich hätte übrigens auch da drüben hochklettern können, aber egal. Am besten wäre es wirklich erst die Tricks irgendwie loszuwerden. Aber wie wird man den Bastard nur los? Ich meine, normalerweise portet er sich weg, wenn er genug Schaden bekommen hat. Aber dieses Mal will er irgendwie nicht. Hamlet, ja. Da ist der Trickser wieder. Wow. Und weg ist er. So, jetzt bleibt... Jetzt werde ich erstmal euch beide los. Au. Denn ihr seid relativ... Geht noch einigermaßen. So. Du isst mal so ein Steak. So, jetzt streut hier auf jeden Fall noch... Genau. Dich töten wir. Ja, so ist es schön. Gut. Und ich auf jeden Fall schon mal was trampeln. Ja, ein Oger. Kurz rasten. Der Trickser ist ja jetzt weg. Und Tarion ist hungrig. Kriegst ein Worksteak. Haben wir dir hier vorhin nicht schon was zu essen gegeben? Na, ich sollte mich daran gewöhnen, dich einfach mit... Au. Bitte frier den ein. So. Leider lässt der sich auch nicht immer einfrieren, ne? Wow, das war eigentlich gerade viel Schaden. Wow, das war aber ein schöner Quit.
Ja, wir tanzen mit dem und ich habe keine Ahnung, wo der Rattenoger-Boss ist.